1884 schloss ein Reichskommissar den ersten Schutzvertrag mit dem Oberhäuptling der Douala in Westafrika. Dessen Enkel, Rudolf Mangabell, der in Deutschland studiert und Deutsch zu denken gelernt hatte, wurde später als König von den deutschen Kolonialherren wegen Widerstands gegen den Kaiser erhängt. Jean-Pierre Félix Eyoum lebt als Beamter in Bayern. Der Afrikaner ist ein Großneffe des kamerunischen Nationalhelden und unterrichtet in einer Sonderschule behinderte Kinder. Er ist das Medium, welches uns zurückträgt in die deutsche Geschichte der Kaiserzeit in Kamerun und in die Ära des einflussreichen Familienclans der Mangas. Seht hier im Bild den Negerhaufen, froh kommen die herbeigelaufen, weil heute mit dem Kapitän sie kühn auf Löwenjagden gehen. Kamerun war vor der Besitzergreifung durch die Deutschen ein unbekanntes Land. Ein unbekanntes Land. Oh je.